Das Genie überblickt das Chaos. Naja, von wegen. Wessen Schreibtisch wie ein Sauhaufen aussieht, der ist auch nicht besonders produktiv im Job, sagen zumindest aktuelle Studien. Müssen wir also nur mal Ordnung schaffen, damit es mit der Karriere wieder aufwärts geht? Silvia Lassen von der Cosmopolitan hat sich die Studienergebnisse für uns genauer angesehen. Hallo, Frau Lassen. Hallo. Chaos auf dem Schreibtisch. Wie schädlich ist das nun wirklich für die Karriere? Naja, laut Studien sehen zumindest 80% der Vorgesetzten einen Zusammenhang zwischen Ordnung und der Produktivität der Arbeiter. Was auch kein Wunder ist, denn im Schnitt verpulvert man wohl rund 10% seiner Arbeitszeit durch fehlende oder überflüssige Materialien oder der Suche nach Dokumenten. Mhm. Und wenn man das hochrechnet, sind das 70 Tage im Jahr. Also Experten sprechen da sogar von 20% Produktionsgewinn bei aufgeräumten Schreibtischen. Also das wollen Chefs natürlich sehr viel lieber sehen. Das ist schon eine ganze Menge. Was ist denn mit dem Spruch, das Genie überblickt das Chaos? Stimmt der dann so nicht mehr? Naja, der Schreibtisch ist halt immer auch Projektionsfläche der Persönlichkeit. Außerdem zeigen Studien, dass ein aufgeräumter Arbeitsplatz sogar zu gewissenhafterem Verhalten führt. Also Probanden in den Studien neigten zu gesünderer Ernährung und spendeten mehr Geld für wohltätige Zwecke. Das Problem ist halt außerdem, bei wem auf dem Schreibtisch das Chaos herrscht, bei dem stauen sich die unabgeschlossenen Dinge auch im Kopf. Also man hat ständig vor Augen, was alles noch zu tun ist, und das sorgt für Stress. Bleibt die Frage, wie fange ich an, wenn sich's auf meinem Schreibtisch eben wieder mal einen Meter hoch gestapelt hat? Radikal. Also das heißt, erstmal alles abräumen, wirklich bis auf das letzte Stück. Und dann bei jedem Teil einzeln entscheiden, A, ob es noch funktioniert, B, ob ich es wirklich noch brauche, oder C, ob ich einfach sehr dran hänge. Dann darf es bleiben. Alles andere wandert sofort in den Müll. Und beim zweiten Schritt teilt man dann auf und gibt jedem Stück einen ganz bestimmten und festen Ort, an den man es dann immer wieder zurücklegt. So muss man später nicht mehr suchen. Und gleiches gilt bei Post, Briefen, also allen Schriftstücken, aber auch Mails. Man schaut es einmal an, entscheidet dann, ob man es bearbeitet, ablegt oder wegwirft. Frau Lassen, vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Gerne. Tschüss.